Herzlich willkommen zurück im Hangar. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 25 von Heliborn. Und heute habe ich mal was Besonderes für diese Folge. Ja, es ist ein Update rausgekommen. Heute exakt. Heute heißt Montag, der 14. Mai. Und das Update hat einiges hinzugefügt, neben ein paar Verbesserungen im Lobby-System auch eine neue PvE, also Koop-Karte. Und auf die habe ich mich schon ganz besonders gefreut. Was das wohl ist? Tja, ganz einfach. Kosovo in der Nacht. Ja, die erste Nachtkarte für den Koop-Modus. Ah, herrlich. So, und da sieht man auch gleich ein paar Neuerungen. Die Optionen haben sich ein bisschen geändert, also halt nur das Layout, das Aussehen so ein bisschen. Was machen wir denn hier? Medium, nehmen wir mal hart. Koop für 4 natürlich. Zwei gleichzeitige bis zum Sieg. Und Regular. Was nehme ich denn dann mit? Was nehme ich mit? Nein. Nein, genau das hier. Obwohl. Ich weiß ja nicht. Nee. Ich glaube eher das. Das nehme ich mit. Und jetzt gibt es hier die Auswahl. Start Battle. Damit öffne ich wie vorher auch ganz normal die Lobbys oder Gather Players. Und damit kommt man in so eine Art Warteraum in der Lobby rein. Und das Beste ist hier, hier kann man auf die anderen Spieler warten und vor allen Dingen kann man sich hier auch die Helis ansehen, die die anderen mithaben und man kann in diesem neuen Chatkanal hier untereinander auch sich unterhalten und sozusagen auch abstimmen, wer welche Helis mitbringt. Also sieht man direkt, wer einen Scout mit hat, wer Transporter mit hat und halt wer die Kampfhubschrauber mit hat. Und bei Bedarf kann man das auch hier alles wechseln oder editieren. Ja, das ist unter anderem das, was neu hinzugefügt wurde. Und ich warte jetzt erstmal, bis die Lobby voll ist. Und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Lobby ist voll und es kann losgehen. Oder doch nicht voll. Egal, es geht trotzdem los. Ja, das hat gar nicht mal so lange gedauert, muss ich sagen. Ein paar Sekunden und dann war die Lobby schon voll. Ja, aber jetzt erstmal das Wichtigste. Die Nachtkarte im PvE. Die gab es ja schon im PvP für längere Zeit. Aber nun kann man sie endlich auch im Koop-Modus genießen. Herrlich. Und wenn man das den Patch Notes so entnimmt, ist die, wie heißt es, die Planet Plug-Karte, der April-Scherz, ist jetzt erstmal entfernt worden. Aber es ist noch eine weitere Karte, fast vor der Fertigstellung. Man darf gespannt sein, was noch kommt. So, Find and Destroy Enemy Infantry, mache ich. Ich bin ja ein Transporter, also kann ich ja was mitnehmen. Du hast eine Ammo-Kiste mit. Dann nehme ich das Repair-Kit mit. Ja, und ich habe was an den Kameraeinstellungen geändert. Es neigt sich jetzt immer mit dem Heli mit. Und ich glaube, das muss ich allerdings mal ändern. Ja, ich glaube, das ändere ich erstmal. Einen Moment. Ich fliege so lange mal weiter. Interface. Nein. Controls. Das hier. Das aus. Und Kamera tilt in First Person. Also, perfekt. So, wohin geht's denn zuerst? Find and destroy enemy positions und Landezone 4. Na, ich setze das erstmal bei Landezone 8 ab. Ich habe ja hier das Repair-Kit mit. Moinsen sagt er. Sag mal nochmal Moin. Ja, richtig schön. Ja, der Patch hat ordentlich wieder mal Spieler reingebracht. Wo mache ich das denn jetzt? 4 ist jetzt schon erledigt. Dann kann ich ja auch dahin. Allerdings ist. Was ist das denn hier? Der MH60S, der ist ein bisschen schwerfällig jetzt mit der ganzen, der dicken Kiste drunter.
Da kommen schon die Raketen und ja, es ist Nacht. Woran man sieht, man hat Nachtsichtgeräte. Ja, wieder diese schöne Optik. Und man sieht jetzt schon die Leuchtspurgeschosse so herrlich. Ah. Schön, schön, schön. Ja, da geht's schon ab. Naja, ich lade erstmal mein Reparaturkit ab. Zwar bei Landezone 4. Und dann auch die restlichen Truppen. So, langsam, 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 langsam und abgeladen. Sehr schön. Dann besser nochmal den anderen Bescheid sagen. Repairs at LZ4. Nein. Was ist denn mit meiner Tastatur heute los? So. Ja, es liegt natürlich alles an der Tastatur, wenn man nicht schreiben kann. Fight and destroy enemy infantry. Ja, das schaffe ich doch. Das schaffe ich mit dem Ding locker. Ja, doch, müsste gehen. Ich muss mich zwar hier ein bisschen in feindliches Gebiet reinwagen, aber... Oh Gott, ich kriege schon einiges ab. War's das? Anscheinend noch nicht. Ich sehe ja auch nichts. Ugh. Na also, so einfach geht das. Mission erfüllt. So, jetzt habe ich allerdings noch ein paar weitere Truppen an Bord. Das sind nämlich genauer gesagt die Mörser. Ah, Preston schießt da gerade schon. Sehr schön, sehr schön. Dann lasse ich die mal hier raus. Hier geht gerade ganze Menge was ab. Ich habe gerade nicht so viel Zeit oder Aufmerksamkeit, um den Chat zu beobachten. Ich muss nämlich jetzt erstmal fliegen. Da ist die Kiste. Genau, da oben hat, glaube ich, irgendwo die Ammo-Kiste hingelegt. Konvoi ist unterwegs. Find and destroy enemy vehicle group. Defend landing zone 4. Ja, mache ich. Da habe ich gerade eben die Kiste abgeladen. Das heißt, da kann ich mich jetzt mal schnell hinbewegen. Ich habe einen Gunpod mit Munition. Die 7,62mm M134 Gatling-Geschütze sind leider, also die Miniguns sind etwas schwach gegen Fahrzeuge, aber ich habe ja noch Hellfires dabei. Und gespottet, sehr schön. Ja, hier in der Nachtkarte, Scouts. Scouts sind hier wirklich wichtig. Man sieht die Infanterie absolut nicht. Na dann. Und wieder die tolle Fleur-Ansicht. Herrlich. Das Grüne ist ja der Restlichtverstärker und erwischt. Super. Okay, als nächstes. Find and destroy enemy vehicle group. Halt, Defend Landing Zone 4 from Attacks. Das heißt bestimmt auch, ja, dachte ich es mir doch. Na, der war voll daneben. Und das war's. Keine Hellfire-Raketen mehr übrig. Nein, von vorne kann ich den Panzer leider nicht knacken. Der hat gesessen. Mal rein damit. Und Ausweichmanöver. Sehr schön. So muss das sein. So, Landezone 4 müsste eigentlich verteidigt sein. Der Timer läuft noch ab. Und ich kümmere mich jetzt mal um Landezone 3. Hab nämlich jetzt gerade keine Flares mehr, kann aber auch nichts einnehmen. Ja. Jo, das war's. Gunpods sind leer. Und abgeschossen. Ach ja, richtig. Ich habe ja auf Hard Mode gestellt. Da war ja was. Enemy Vehicle Group Defend. Ja, die Vehicle Group müssten wir eigentlich gleich erledigen. Dann wechsle ich mal auf die Cobra.
Was ist das? Die Cobra F. Und wie man jetzt auch noch schön sieht, das Gegenlicht der beleuchteten Displays im Cockpit der Cobra. Richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt mal drauf achten, was passiert, wenn man sich von der Basis wegbewegt. Dann geht es aus. Jetzt ist die Cobra, ja, sozusagen, im Kampf ist ja die Beleuchtung auch nicht an. Also, damit man die Cobra nicht bei Nacht von Weitem schon erspäht, sind die ganzen Beleuchtungselemente natürlich abgeschaltet. Okay, Landezone 8. Ah, hier habe ich den Restlichtverstärker, nicht das FLIR-System. Ah ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Halt, ich bin zu nah dran. Das macht absolut nichts. Ja, das war's. Ich glaube, ja, hier ist alles erledigt. Okay. Landezone 4, das läuft gleich aus. Die ist ja sicher. Meine Mörser stehen dann noch. Da ist die Reparaturkiste, die ich abgeladen habe. Ein bisschen Ammo wäre nicht schlecht. Danke fürs Scouten. Ja, ich habe sie gesehen. Mal spotten bitte, aber ich glaube, das ist gerade auf Cooldown. Er hat ja eben schon gespottet. Alles klar. Ja, sieht gut aus. Sonst noch was? Der Einzige, der die sehen kann, ist jetzt Preston. Und es ist weg. Sehr schön. Find and destroy enemy infantry. Mache ich. Allerdings ist Landezone 7 auch wieder besetzt, aber das macht nichts. Ich habe ja Hellfire-Raketen dabei. Landezone 7, da hätten wir es. Und Treffer. Und richtig schön mit den Effekten. Sieht den Abgasstrahl der Rakete, wie der hell aufleuchtet. Das ist richtig schön gemacht. Da finde ich die Nachtkarten so richtig toll. Oh, leicht in Deckung. Und da ist noch einer, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Capture Landing Zone 2. Da werde ich mal einiges räumen müssen. Die Lobby ist auch voll. Ja. Ja, doch, das müsste eigentlich gehen. Das ist die Reparaturstation. Das brauche ich aber. Halt! Da fährt was auf Landezone 4 zu. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, gerade noch erwischt. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ich gehe ja schon in Deckung. Wow, das war eine Explosion. Und nicht aufgepasst. Da war es zu dunkel und ich habe die Stromleitung nicht gesehen. Na, dann eben in den Scout. Mörser, mehr als genug. Sehr schön. Ist da jemand zu Landezone 9 unterwegs? Cobra Du im AH-53 müsst ihr schaffen, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir denn noch einen Scout im Team? Nee. Ich bin der Einzige. Sehr gut. Sieht aber nicht so aus, als wäre Landezone 4 noch. Ich sehe nur brennende Wracks hier. Ja, passt soweit. Aber da hinten ist irgendwas. Defend Landing Zone 3. Dann verteidige ich Landezone 3. Okay, bewege ich mich hin. Landezone 2 muss eingenommen werden. Da könnte ich ja mal. Abgeschossen. Verdammt. Ah ja, soviel zum Scout. Okay, dann
Muss sich einer erstmal um Landezone 3 kümmern. Ich fliege dann schnellstmöglich zu Landezone 2. Ich habe nämlich noch Hellfires dabei, damit könnte ich ja die Flakstellungen aus der Ferne ausschalten. Theoretisch. Ich sehe jetzt aber auch nicht herzlich viel. Was ist denn hier? Ne, das ist nicht Landezone 2. Das ist Landezone 2. Viel Zeit ist nämlich nicht mehr. Verdammt, da kam doch irgendwas her. Klar, wenn ich auch so. Ich habe jetzt eine große Höhe natürlich, ja. Ich bin ein leichtes Ziel für Manpads. Ich hab's gemerkt. Da hinten sind auch wieder Infanteristen. Naja. Ah, okay. Oh, da ist eine Flakstellung. Erwischt. Erwischt. Und landen. Nichts wie hin. 13, 12, 11, 10. Oh Gott, das wird eine knappe Landung. Ah, oh, gerade noch geschafft. Und unter dem Strommast durch. Ja, das war viel zu knapp. Kann ich mal ein Mörser-Team hier rauswerfen? Ah, Defend Landing Zone 3. Ja, bin ich jetzt hin unterwegs. Ich habe zwar keine Hellfires mehr, aber immer noch den Gunpod. Der sollte ja auch reichen. Und da irgendwo. Da ist eine Infanteriegruppe, die ich jetzt gerade noch nicht sehen kann. Da unten. Na, da sind sie, oder? Aha. Nee, das sind meine. Oh, verdammt, hätte ich beinahe meine. Natürlich, meine Mörser. Oh Gott. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich spiele zwar auf einer Nachtkarte, aber es ist noch lange nicht Nacht hier. Nee. Noch hellichter Tag. From 8 to 7. Dann werde ich den Konvoi mal unterstützen. Wohl, da wird gerade, glaube ich, auch schon unterstützt. Ja. Konvoi ist platt. Ich meine, die Landezone ist geräumt. Und ich kümmere mich jetzt mal um die fiesen Manpads. Irgendwo in der Gegend. Reparaturkit ist bei 4, habe ich ja hingestellt, aber ein Ammo-Kit könnte ich auch mal gebrauchen. Wo sind die Manpads hier? Ich sehe sie nicht. Okay, ein Konvoi ist unterwegs zu Landezone 2. Da ist schon einer und abgeschossen. Ja, super. Erledigt. Oh, ja, ausweichen. Ich weiß, Flares bringen nichts, aber. Ohoho, gerade noch geschafft. Ich ziehe mich dann mal zurück. Zur Landezone 4 und dann wird repariert. Landezone 2 wurde verteidigt. Das Missionsziel ist auch erfüllt worden. Sehr gut. Und landen. So. Mal gucken. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich die Cobra wieder mit rausnehme. Oder den AH-6. Einen Scout haben wir anscheinend noch nicht. Dann nehme ich den. Naja, auch jetzt haben wir einen Scout. Okay.
Ja, dann gehe ich Helis wechseln. Da ist unser AH6. Sehr schön. Jetzt gleich, wenn ich in die Nähe der Basis komme, wie man sie ja da hinten beleuchtet schon sieht, müssten auch die Positionslichter wieder angehen. Aber ich könnte mich ja mal nützlich machen und ja, auch im Cockpit ist wieder die Beleuchtung an. Ich könnte ja mal eine Munitionskiste mitnehmen. Und dran damit. Ah, von 2 nach 1. Ein Konvoi. Der ist schon etwas weiter. Müsste dann hier gleich rumkommen. Da müssen sie sich ein bisschen beeilen. Aber das Match sollte man eigentlich jetzt gewonnen haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, Kosovo bei Nacht. Endlich auch im PvE. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich echt lang gewartet. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch diese Karte spielen, bis mir die Karte langweilig wird. Mal sehen. Ja, da kommt was dagegen. Aber ich glaube, die Landzone 1 haben jetzt auch eingenommen. So kann ich ruhigen Gewissens das alles hier absetzen. Man merkt, der ist echt langsam, der Heli. Der ist richtig langsam, wenn der die Lasten dran hat. So. Und absetzen. Ja, Victory. Ja, das war's. GG. Und jetzt gleich kommt noch was Neues. Ja. Der Schlachtfeldreport, der Bericht. So kann man hier die Mitspieler über Steam einladen oder das Steam-Profil der jeweiligen Mitspieler öffnen, wenn man das Steam-Overlay aktiviert hat. Das habe ich allerdings deaktiviert. Herrlich, herrlich. Und Post-Game-Channel kann man natürlich auch hier mit denen noch sprechen. Das sind, glaube ich, im Moment alle raus. Ich habe wieder Punkte verdient. Alles klar. Das heißt, USA, Generation 3 war das. Habe ich hier irgendwo noch Punkte zu vergeben? Das war die Cobra, die ich eben mit rausgenommen hatte. Die ist schon bereits ausgerüstet. Gibt es hier nichts mehr für 500? 800, ui. Nee. Der OH6 leider auch nicht. Der MD500 leider auch nicht. Ne, da ist nichts. Der Kommandoheli hier auch nicht. Ja. Marines Blue. Oh, das sieht doch gut aus. Für den Sea Knight. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Ja, und mit dem Ausblick auf den Sea Knight, der nicht der Chinook ist, bloß nicht verwechseln. Verabschiede ich mich erstmal. Ich bin der Heizmeister und man sieht sich höchstwahrscheinlich bei einer Nachtoperation im Kosovo wieder. Diesmal auf der russischen Seite. Macht's gut und bis dann.